Heute ist Tag 69. Ich habe mir lange überlegt, was passt zu 69. Und ich habe dann auch viele schöne Sachen mit Glück und 69 halt. Ich weiß auch nicht, was euch einfällt zu 69. Mondlandung. Aber ich tue auch assoziieren zur Zahl 69. Da schöne Sachen auch sonst. Aber ich möchte, dass ihr mir kurz helft. Wir machen etwas Interaktives. Und ihr daheim könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt. Und zwar braucht ihr eine Bildkarte und 10 Zahlenkarten. Ich zeige euch schnell, wie das soll aussehen. Also eine Bildkarte und 10 Zahlenkarten. Und wir finden jetzt heraus, wie das Zukunft mit eurem Partner könnte aussehen. Weil es ja um Glück geht. Okay. Und die hier sind, könnt mir auch schnell helfen. Ihr könnt auch 10 Zahlenkarten und eine Bildkarte. Was hättest du gerne für eine Bildkarte? Eine Dame nehme ich an. Kreuzpartnerin. Kreuzdame. Ist gut. Und du, was hättest du gerne? Eine Zahlenkarte und einen König. Nehmen wir den Herzkönig, oder? Ja. Perfekt. Herzdame wäre schon besser. Hättest du lieber die Herzdame? Gut, dann hast du die Herzdame. Sonst ist es ein Kreuz mit dieser Dame, oder? Okay, gut. Nehmen wir die Herzdame. Und möchtest du auch mitmachen? Nein, gut, dann machen wir es mit euch. Und die Karten sollen so sortiert sein, dass wir das 10 zu oberst haben und dass es abwärts geht. Und eure Partnerin oder Partner legen wir doch schnell hin. Und das ist das Letzte. Genau. Und eure Partner legen wir schnell da aufs Rändchen. Sehr gut. 10 ist zu oberst. Jawohl. Dass es so aussieht. Hier daheim auch, wenn ihr gerade keine Karte parat habt, könnt ihr auch ein Zettel nehmen und einen Namen von einer Person draufschreiben. Und nachher noch 10 andere Zettel, die ihr durchnummeriert. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, legst du nur eine Partnerin hin. Nur eine Dame. Gut. Und die anderen drehen wir so wild um und legen sie oben drauf. Gut. Genau, einfach oben drauf legen. Jetzt nehmen wir die obersten 5 Karten. 3, 4, 5. Und die können wir mal, kräftig durchmischen. So, weil Schicksal spielt hier auch mit in der Beziehung. Ja? Gut. Jetzt könnt ihr wieder wenden, wieder so umdrehen. Wenn ihr denkt, es ist genug gemischt, genug Schicksal dabei, drehen wir es wieder so in der Hand und legen 1, 2, 3, 4 oder 5 oben drauf. Wieder wenden. Wieder wenden. So viel. Also ab so viel, wenn wir reden. Ist gut. Und die restlichen, die auf dem Tisch liegen, nehmen wir und legen sie oben drauf. Oder wieder wenden. Kannst du auch die oben drauf wieder willst. Ach, die jetzt. Genau. Aber Schicksal spielt dann halt mit. Das ist perfekt. Und jetzt heben wir wieder ab, das ganze Päckchen abheben. So viel wie ihr wollt. Nochmal abheben. Also einfach unten dran? Einfach abheben, ja. Aber so. Unten dran abheben. Und wenn ihr noch mehr Glück oder Glücklichkeit haben in der Zukunft, dann heben wir nochmal ab. Ja, so. Ja. Und kannst du nochmal, wenn du willst. Gut. Und wenn du willst, darfst du nochmal. Und ihr daheim auch. Dürfen abheben, so viel wie ihr wollt. Gut. Und jetzt gehen wir durch die Karte durch, machen wir so einen Fächer und dann gehen wir zu dieser Karte, die Bild oben liegt. Und heben dort das Kartenspiel so ab, dass jetzt die Karte zu oberst ist. So. Und die legen wir wieder hin, unsere Partnerin. So, perfekt. Jetzt tun wir noch mehr mischen, indem wir zwei Beigel machen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Komm mal, das ist ein Dreck.
ganz hart. Die Karte auf unserem linken Beigel legen wir zu unserer Partnerin oder zu unserem Partner. Die anderen, die auf dem linken Beigel, das linke Beigel nehmen wir gerade wieder und mischen die noch. Hier daheim auch mitmischen. Kräftig mischen. Perfekt. Und die legen wir auf das andere Beigel, das auf dem Tisch liegt. Dann nehmen wir wieder alle. Ja, alle nehmen da. Ja, wir. Ja, einfach aufnehmen. So, perfekt. Jawohl. Okay, und jetzt nehmen wir die untersten zwei Karten und stecken sie irgendwo rein. Das müssen wir wieder mischen, indem wir das machen. Irgendwo rein, aber nicht zu untersten oder nicht zu obersten. Einfach irgendwo rein, perfekt. Und dann nehmen wir noch die obersten zwei oder drei Karten wieder euch fühlen und stecken sie auch irgendwo rein. Dann kannst du mit der Kamera schauen. Aber nicht zu untersten oder nicht zu obersten. Okay. Und was sagst du lieber, die obere oder die untere Karte? Von dem hier? Ja. Die untere. Nehmen wir die untere, du auch die untere, ich nehme auch die untere und lege sie wieder zu unserer Partnerin. Perfekt. Jetzt können wir die noch anschauen, die anderen, die sind alle durcheinander, wild durcheinander. Je nachdem, wo ihr abgehoben habt, je nachdem, wie ihr gemischt habt, ist es anders durcheinander. Ja. Aber wir haben jetzt, können wir auf die Seite legen, weil die Karte hier bei unserer Partnerin oder bei unserem Partner sind jetzt wichtig. Wir haben gesagt, wir schauen, was uns Zukunft bringt mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Und ich habe gesagt, wir probieren herauszufinden, ob es mit Lust oder mit Spass und Freude zu tun hat. Wir schauen mal, was die oberste Karte ist. Bei mir ist es ein 6, je nachdem, was ihr abgekommen habt. Aber bei dir ist es auch ein 6. Wir schauen noch die nächste an. Wir schauen noch die nächste an. Bei mir ist es ein 9. Bei dir auch ein 9. Genau, 9, ja, genau. Es gibt 69. Und wenn man sich fest auf 69 konzentriert, dann bedeutet das viel Freude und Spass und vielleicht sogar Lust. Schlecht. Und heute ist sogar noch Tag 69. Wahnsinn. Danke schön. Hast du mehr Freude als vorher? Hat dir das jetzt Spass gemacht? Doch, eigentlich schon, ja. So. Vor allem, wir sind nicht weit von hier. Wer ist nicht weit von hier? Sie. Die Partnerin, die Herzdame. Sie ist am Bad, sie ist herzlich im Restaurant.